Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed. Ich bin immer noch Dr. Doodle und ich packe das Ganze jetzt mal wieder zurück. Ja, ich nehme jetzt gleich mal ein paar Folgen hintereinander auf, denn es sind gerade Ferien und ich habe eh nichts Besseres zu tun, als aufzunehmen. Und deshalb... Ups, nehme ich jetzt gleich mal ein paar Folgen hintereinander auf, damit mir nicht so schnell das Material ausgeht und damit ich auch früher mit den neuen Projekten anfangen kann, beziehungsweise mal die alten fortsetzen kann. Ich bin ja immer noch daran, ein bisschen The Whispered World zu spielen. Ja, wie man es vielleicht bemerkt hat, werde ich in den Ferien nichts hochladen. Sind ja schließlich Ferien, aber dafür werde ich die Ferien dazu nutzen. Könntet ihr mich mal ausreden lassen? Dankeschön. Ich werde die Ferien dazu nutzen, ein bisschen aufzunehmen, wie man vielleicht merkt. Oh, dieses Gepiepse geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. So, dort ist eine Flagge. Und da ist auch der dazugehörende Framerate-Einbruch. Oh, eine Flagge des Deutschen Ordens eingesammelt. In Masyaf, wir sind doch in Arkon. Da haben wir mal wieder einen kleinen Bug im Spiel gefunden. Ja, ja, versuch's. Meine Güte, hier stehen aber echt verdammt viele Wachen rum. Der Kerl ist nicht nur ein bisschen paranoid. Der Kerl ist ein bisschen überparanoid. Dann synchronisiere ich das mal eben. Wir genießen ein bisschen die Aussicht, obwohl es keine sonderlich große Aussicht gibt, da hier überall alles voller Häuser steht. Ist aber auch egal. Denn... Zack, so, ich mache hier einmal den Sprung. Und dann geht's hier gleich weiter zum nächsten Aussichtspunkt, der direkt hinter uns ist. Das ist ja wieder prima gelaufen. Ja, anstatt Leitern sind was für Vollidioten. Nur echte Assassinen klettern neben den Leitern hoch. Und irgendwie läuft auch jetzt die Framerate nicht so ganz rund. Blah, und die Kamera auch nicht. Und dann klettern wir hier mal wieder auf die Kirche. Und das tun wir wie folgt. Nämlich so. Und so. Und wir klettern natürlich auch nach ganz oben. Und synchronisieren das Ganze mal wieder. Hier ist die Aussicht doch schon ein bisschen besser. Auch wenn die ganze Stadt ein bisschen so im Nebel liegt. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das an den... Uiuiui. Oder ob das an der noch nicht erkundeten Karte liegt. Ich werde hier mal den nächsten Aussichtspunkt markieren. Meine Güte, hier laufen aber echt viele Leute rum. War da gerade eine Flagge? So. Wie auch immer. Bla, festhalten. Sehr gut. Ausnahmsweise mal nicht zu stark gefailt. Nein, ist er nicht. Er ist des Altairs. Ja, des Altairs. Sehr schöner Satzbau. Ich sehe dort drüben mal wieder jede Menge Wachen. Die werde ich jetzt aber einfach mal getrost ignorieren. Ich sagte gerade, ich werde sie ignorieren. Ich sehe da hinten, glaube ich, sogar eine Flagge. So da links hinterm Turm. Werde ich mir jetzt gleich mal merken. Und dann auch auf den... auf den... Den hier, genau, auf den hier runterspringen. Und so runterspringen.
Ich fall doch nicht auf. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Wo ist hier Zutritt verboten, bitte? So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo diese Flagge war. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Fahrzeug. Genau, dort. Hab ich doch richtig gesehen. Und da ist auch der dazugehörige Frame-Einbruch mal wieder. Das ist langsam echt nicht mehr zum Aushalten. Ich frag mich echt, warum die Framerate immer einbricht. Ja, meine Güte. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Frame-Einbruch. Hey. Meine Güte. Dreckige Assassine, stirb! Was? Welche Assassine? Ich sehe überhaupt keinen. Ich habe Rechtsklick gemacht, runter und rein und... Ah, sehr schön, ich bin weg. Mich sieht keiner mehr. Und ich habe auch schon den nächsten angepinkt. Echt, bei jedem einzelnen Attentat? Wo? Die Wache hat uns jetzt nicht ehrlich übersehen, oder? Game over, Jungchen. Applaus, der nächste Frame-Einbruch. Aber ich habe die Flagge dort hinten gesehen. Die Wache hat uns allerdings auch gesehen. Lasst ihn nicht entheilen! Da ist dann auch der Frame-Einbruch dazu. Und jetzt können wir gleich mal das neue Schwert... Ah, nee, doch nicht. Dann können wir doch nicht das neue Schwert testen. Na komm. Spring schon. Ha. Ha. Und da ist der nächste Frame-Einbruch auch nicht weit. Den schmeißen wir mal eben da runter. Den ebenfalls. Das ist immer so schön, wenn man hier an der Kante kämpft. Da, oh, das war sogar ein Templer. Das, damit hätten wir dann auch Templer Nummer 16 eliminiert. Und damit wären wir dann... Oh, oh, Mann. Oh, da hinten steht eine Flagge. Die nehme ich gleich mal mit. Und nach dem Frame-Einbruch werde ich mich jetzt hier drin mal verstecken. Wenn das denn möglich wäre. Damit hätten wir einen erledigt. Mit einem fixen Messerwurf. Und damit hätten wir den nächsten erledigt. Und dann hüpfen wir gleich mal hier in diesen kleinen Dachpavillon hinein. Um wieder unerkannt zu werden. Unerkannt zu werden. Um wieder inkognito zu wandeln. Hat der gerade auf Französisch geflucht? Ich kann kein Französisch, das ist so ein bisschen blöd. Deswegen kann ich jetzt nicht verstehen, was die sagen. Und ja. Ist aber auch egal. Hätte ich sowieso nicht übersetzt. Ich versuche ja möglichst wenig zu fluchen in meinen Let's Plays. Funktioniert meistens nicht so sonderlich gut, da ich mich über solche Frame-Einbrüche hier doch sehr ärgere und auch allgemein über meine Fehler, was auch nicht immer schlecht ist, aber also das Ärgern an sich, aber das Fluchen, was darauf folgt, ist dann meistens nicht so toll. Und da sind ein paar Gelehrte,
die überhaupt noch leben, was mich ein bisschen verwundert, da ja im Internet stand, dass der so gut wie alle Gelehrten umlegt, weil die aussehen wie Assassinen, also der Mann im weißen Mantel eben. Haben wir ja auch gerade von Al-Mualim gehört. Ja, das funktioniert jetzt nicht so toll. Dafür wird das hier umso besser funktionieren, hoffe ich mal. Ja, das funktionierte doch erheblich besser. Dort drüben sehe ich auch schon den nächsten Aussichtspunkt. Da muss ich mich mal eben dran festhalten. Und irgendwo hier könnte... Genau, da ist eine Flagge. Ha, bin ich gut. Ja. Der in diesen Frame-Einbrüchen habe ich immer so ein bisschen Zeit, was zu erzählen. Kann ich aber leider ja nichts Aktuelles erzählen, weil es ja, wie gesagt, keine aktuelle Folge ist, sondern ich die ja wann anders aufnehme. Das funktioniert. Das war jetzt nicht so von Vorteil, aber in dem Frame-Einbruch habe ich Zeit, ja, während des Frame-Einbruchs hatte ich dann mal Zeit, das Schwert auszuwählen und das, ja, irgendwie... Also es tut mir auch leid, dass die Framerate hier so einbricht und dass darunter das Let's Play so leidet, aber ja, ich habe keine Ahnung, woran es liegt und wie ich das ändern könnte. Also, wenn ich wüsste, woran es liegt, könnte ich es wahrscheinlich ändern, aber da ich nicht weiß, woran es liegt, kann ich es auch nicht ändern. Und ja... Genau, da ist schon wieder die nächste. Da muss ich jetzt... Da verwende ich jetzt, glaube ich, sogar mal den Deckungsbrecher. Zack, erledigt. Da hätten wir dann noch Bürger 1 von wie viel auch immer gerettet. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Von welchem Opfer und, was war das für eine hohe Stimme? Habt ihr die auch gehört? Ich habe fast nichts verstanden, außer... Ich wollte mich ja eigentlich nicht mehr über die Personen lustig machen, aber, oh, da ist gleich die nächste Flagge. Das, musste ich einfach mal tun. Ich reg mich ganz gerne über Leute mit viel zu hohen Stimmen auf. Und jetzt... so, und darüber. Was an den Frame... Einbrüche nicht so lustig ist, ist eben das Ganze, dass man dadurch so viel Zeit verliert. Aber wir haben sowieso schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Ich hätte eigentlich schon vor so vielen Parts fertig sein können, aber ja, ich habe eben viel zu viel Zeit vertrödelt und da ist noch eine Flagge. Und da ist auch der dazugehörige Frame-Einbruch. Das Spiel läuft so schon nur auf 20 Frames. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, das weiß ich doch. Hindert mich aber trotzdem nicht dran, hier zu sein. Da ist auch noch der nächste Frame-Einbruch. Das ist ja prima. Die treffen mich nicht mal. Was sind das denn für schlechte Bogenschützen, bitte? Ja, der sieht mich nicht mal. Der ist noch viel schlechter. Dann kann ich hier nochmal eben synchronisieren und da landet auch mal der Adler. Das war ja ein cooles Bild. Ja. Muss ich denn hier runterspringen? Ich sehe gerade keinen... Da. Genau, hier mache ich einmal den hier. Und verstecke mich dann auch gleich hier unten im Heuhaufen. Und da dann auch hier das Spiel gespeichert wird, beende ich auch mal an dieser Stelle die Aufnahme und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.